Hallo zu On The Grid. Mein Name ist Claudio Schießler und bevor ich dann einen Termin mit David Hasselhoff habe, habe ich vorher noch einen Termin mit dem netten Herrn Niko Swatek, der heute als Spitzenkandidat für die NEOS bestätigt wurde für die Landtagswahlen 2019 in der Steiermark. Niko, wie geht's mit der Kandidatur? Ja, sehr gut. Wir haben halt Mitgliederversammlung gehabt und haben unsere Liste erstellt und die sieht meiner Meinung nach wunderbar aus. Das ist eine sehr breite Liste und wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass ein frischer Wind in die Steiermark kommt. Und da freut es mich umso mehr, dass wir Kandidatinnen haben, die zum einen Pensionistin sind und zum anderen Studenten oder Kandidaten, die ein Unternehmen führen oder bei der Magna arbeiten. Und das ist, glaube ich, ein breites Feld, das ist ein gutes Angebot. Und mit den Leuten wollen wir jetzt gemeinsam in den kommenden Wochen um jede Stimme kämpfen, um auch einen frischen Wind in die Steiermark zu bringen. Frischer Wind ist ein Stichwort. Ihr habt jetzt bei der letzten Nationalratswahl eure Mandate um 50% gesteigert. Was ist jetzt das Ziel für die Steiermark? Ja, die Nationalratswahl gibt uns natürlich einen enormen Rückenwind. Wir haben flächendeckend in der Steiermark dazugewonnen und haben das beste Ergebnis gemacht, das eine liberale Partei jemals bei einer Nationalratswahl geschafft hat. Und ganz besonders freut es mich als Grazer Gemeinderat auch, dass wir in Graz nicht nur zweistellig sind, sondern sogar 11% erreicht haben. Und diesen starken Rückenwind wollen wir jetzt natürlich dafür nutzen, um auch in den Landtag einzuziehen. Ja, wobei ich habe gestern mit einem Kollegen Anton Tropper gesprochen, also diese 11% oder auch 13%, da gibt es ja mehrere Gemeinden, wo das der Fall ist. Ja, wir haben noch Hart bei Graz, wo wir noch über 10% sind und das ist halt kein Einzelfall mit Graz natürlich, aber natürlich bin ich da als Grazer Gemeinderat auch ein bisschen stolz, da meinen Teil auch beitragen zu dürfen, auch wenn ich bei der Nationalratswahl nicht selber auf der Liste gestanden bin. Naja, an sich, du hast da Solidarität. Nicht wählbar. Ja, letzter Listenplatz, das war halt mit über 50, das geht sich knapp nicht aus auf einer steirischen Liste für die Nationalratswahl. Ja, aber über 50% war ja auch irgendwann mal schaffbar, da könnte es sich dann ausgehen. Ich bin nicht größenwahnsinnig. Ich würde gerne immer einen Schritt nach dem anderen machen und für ein konstantes Wachstum von uns NEOS sorgen. Und vor allem, was mir auch wichtig ist, wir sind prozentuell gesagt ein bisschen wurscht. Mir geht es darum, dass unsere Ideen in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger fruchten. Und wenn es schon um Prozente geht, dann geht es bei mir darum, wie viel Prozent der Kinder und Jugendlichen können sinnerfassend lesen. Derzeit 25 ist mir zu viel, hätte ich gern 0. Zu wie viel Prozent sind Parteien transparent? Sind wir weit weg von 100%. Ich glaube, da ist einiges an Luft nach oben. Und das sind halt die Prozente, über die gern reden wird. 50% oder so, das sind mir die Prozente. Das wurscht, Hauptsache es bewegt sich was in Österreich. Gut, das ist die grundsätzliche Doktrin, mit der jeder Politiker eigentlich in einen Wahlkampf geht. Du hast gesagt, Bescheidenheit ist deine Zier sozusagen. Wie wichtig ist es, dass ihr mit euren Erwartungen auch am Boden bleibt, weil beim letzten Mal hat es mehr Erwartungen gegeben bis hin zur Clubstärke, dass das Ziel war, aber man ist dann schlussendlich mit 2,8% gescheitert. Ja, es ist natürlich so, dass es kein leichter Wahlkampf für uns wird. Wir haben zum einen sehr wenig Zeit jetzt bis zum Wahltag und zum anderen haben wir auch ein viel kleineres finanzielles Budget als die anderen Parteien. Aber womit wir halt punkten wollen, sind halt wirklich unsere Ideen in den Vordergrund zu stellen, dass wir beim Thema Bildung was machen wollen, dass wir auch mehr den Mut dazu haben wollen, neue und innovative Lösungen in den Mittelpunkt zu stellen. Weil ich persönlich einfach der Meinung bin, dass du die Probleme von heute nicht mit Konzepten von gestern lösen kannst. Und das Dritte, was mir persönlich noch wichtig ist, ist in der Steiermark vor allem auch Transparenz und Kontrolle. Denn die steirischen Landtagsclubs sind komplett intransparent und wir haben im Landtag sogar eine Partei, die nicht mal einen Rechnungshofbericht abgibt und damit intransparent ist und meiner Meinung nach soll es damit aufhören. Du sprichst namentlich von der KPÖ oder indirekt. Jedenfalls, was ist jetzt dein Ziel? Was möchtest du mit Ausnahme von dem schon angesprochenen Bildungsthemen auch noch in der Steiermark verwirklichen? Und eins noch, Sepp Schellhorn hat quasi heute schon einen Vorschlag gemacht, nämlich dass die Steiermark einen Green Cluster anbieten sollte im Bereich Energy Development. Was ist da sozusagen die Idee dahinter? Ja, wir haben drei große Themen, die uns extrem wichtig sind. Und das erste, da muss ich trotzdem nochmal aufs Thema Bildung kommen, ist halt das, wo wir am ersten draufschauen müssen. Weil wir einfach sehen, dass 25% der 14-Jährigen auch in der Steiermark nicht sinnerfassend lesen und schreiben können. Und Bildung beginnt für uns nicht in der Schule, sondern beginnt schon viel früher, in der Kinderkrippe und im Kindergarten. Und vor allem, wenn wir weiter weg von Graz gehen, in den ländlichen Bereich, sehen wir, dass es an Flexibilisierung fehlt. Dass einfach viele Kindergärten nur bis Mittag
Mittag offen haben. Und wir sehen auch, dass in vielen Gemeinden auch das Angebot an sich fehlt. Und ich glaube, wenn wir wirklich auch schauen wollen, dass die Steiermark in Zukunft noch viele Jobs hat, dann müssen wir auf Innovation setzen. Da trifft sich auch die Idee mit dem Sepp Schellhorn gut, diesen Green-Tech-Cluster. Der Autocluster wird vermutlich nicht mehr diese Stärke in Zukunft noch haben, wie sie derzeit hat, weil halt einfach vieles davon nach China verlegt wird. VW verlegt die gesamte Entwicklung von Elektroautos und die Produktion nach China. Trifft jetzt nicht die Steiermark, aber wir sehen einfach, dass dieser Autocluster in Europa auch abnimmt und deswegen müssen wir auch in der Steiermark früh genug drauf schauen, eine Alternative zum Autocluster aufzubauen, bevor es zu spät ist, bevor Leute ihren Job verlieren und nichts Neues finden. Und das glaube ich halt einfach, wenn wir wirklich wollen, dass jeder in der Steiermark später auch dem nachgehen kann, was er, dem er nachgehen möchte, und wenn wir hier langfristig auch Jobs erhalten wollen, müssen wir uns einfach auch weitere Standbeine neben der Autoindustrie schaffen. Und als letzte Frage: Landeshauptmann Schützenhöfer hat eigentlich die Neuwahlen argumentiert mit den Worten, es stehen quasi Gewitterwolken vor der Tür, weil sich die Wirtschaft eintrübt. Was willst du dagegen tun? Das stimmt leider, was er sagt. Wir werden sehen, dass jetzt wieder auch bei der Magner Steyr kurzzeitig keine Arbeit stattfinden wird, dass man da halt auch in Pausen geht, weil halt einfach die Auftragslage nicht so ist. Und ja, wir bewegen uns auch langsam in Richtung einer Rezession. Und da hat man unserer Meinung nach in den letzten Jahren einfach auch falsch gehandelt in der Steiermark, weil wir haben das Geld schon beim Fenster rausgehauen. Wir haben uns weiterhin verschuldet, statt herzugehen und zu sagen, hey, passt auf, wir müssen wirklich auch Geld ansparen und ein sauberes Budget führen, um im Falle der Rezession auch freie finanzielle Mittel zu haben, um hier agieren zu können, um einen gewissen Spielraum zu haben. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben das Geld uns weiter verschuldet, von Jahr zu Jahr verschuldet, obwohl wir immer gesagt haben, naja, wir wollen eher schwarze Null erreichen, was aber nie gelungen ist. Und jetzt fehlt uns natürlich teilweise der finanzielle Spielraum. Und unserer Meinung nach braucht es aber auch einen finanziellen Spielraum, weil langfristig nur, wenn wir auf Innovation setzen, auch Jobs in der Steiermark erhalten bleiben werden. Und das ist halt unsere Lösung auch dazu. Wir wollen Innovation fördern. Das heißt nicht nur Wissenschaft, sondern das heißt auch in der Bildung mehr zu tun und auch Innovation und Startups zu fördern. Gut, Nico, dann sage ich danke fürs Gespräch und viel Glück für den Wahlkampf. Danke dir, Claudia. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!